Mein Name ist Jens Becker, ich bin Tierarzt an der Universität Bern. Meine Aufgabe war die Leitung des Projekts. Die Kälbermast ist nach der Milchproduktion die Branche der Schweizer Tierhaltung, wo am allermeisten Antibiotika eingesetzt werden. Man ist sich einig, dass Resistenzen entstehen, wenn man den Tieren so viel Antibiotika gibt, also spritzt oder verfüttert. Es ist noch wichtig, dass man sich klar macht, dass die Resistenzen nicht in den Tieren oder eben in den Menschen selber sind. Die Resistenzen sind in Bakterien, die in den Tieren leben und die Krankheiten auslösen können. Und dann gibt es noch sogenannte Reserveantibiotika. Das sind ganz besondere Antibiotika, die man braucht, um beim Menschen schwere Infektionen zu behandeln. Es ist ganz wichtig, dass man vermeidet, dass Resistenzen entstehen. Das Hauptproblem der Kälbermast ist, dass die Kälber von ganz vielen verschiedenen Betrieben zusammengeführt werden. Also von dort, wo sie auf die Welt kommen, dort hergebracht werden, wo sie gemästet werden. Die Vermischung beim Transport und auch die Vermischung auf dem Mastbetrieb kann dazu führen, dass Krankheiten entstehen und sich auch ausbreiten. Im Rahmen dieser Studie sind Kälber, die zugekauft wurden, auf direktem Weg zugekauft worden. Das heisst, dass wir Kälber, die vom gleichen Betrieb stammen, nicht mit Kälbern von anderen Betrieben beim Transport vermischt haben. Die Kälber sind eher in Quarantäne-Iglus gekommen, für 3 Wochen. Dort hat man Iglus gebraucht, wo man ganz normal auch bei Kälbern einsetzt, die nicht gemästet werden, sondern die zu Milchkühen aufgezogen werden. Man hat sie gleichzeitig auch noch geimpft gegen den Erreger der Lungenentzündung. Das ist die häufigste Erkrankung beim Mastkalb. Bäuerinnen und Bauern konnten das ganz einfach selber machen, weil die Impfung einfach in die Nase hineingesprayt wird. Am Ende der Quarantäne tut man die Kälbchen aus den Einzeliglus raus in grosse, überdachte Unterstände, die eingestreut sind und wo die Kälbchen maximal zu 10. hoch gemästet werden. Das neue Konzept haben wir auf 19 Betrieben ausprobiert. In 5 Kantonen von der West- und von der Deutschschweiz. Das Konzept als Ganzes, also Transport, Quarantäne, Impfung, nicht die Gruppenmast im Freien, hat dazu geführt, dass wir 5-mal weniger Antibiotika einsetzen mussten. Mein Name ist Mireille Melon. Ich bin Tierärztin an der Wiederkäuerklinik der Vetsuisfakultät der Universität Bern und bin für das Projekt Freiluftkalb verantwortlich. Das Freiluftkalbkonzept ist nicht aus dem Nichts entstanden. Wir haben im Voraus mehrere Studien durchgeführt, wo wir geschaut haben, welche Faktoren mit hohem Antibiotikaverbrauch assoziiert sind und auch mit hoher Kälbersterblichkeit. Und dann haben wir probiert, ein Konzept zu entwickeln, wo diese Faktoren ausgeschaltet werden oder für die, die man nicht einfach eliminieren kann, wie zum Beispiel, dass die Kälber in die Mast transportiert werden müssen, die jetzt so zu optimieren, dass ihr Effekt möglichst klein bleibt. Und so ist das Freiluftkalbkonzept entstanden. Eigentlich geht es um viel mehr als frische Luft. Es ist das ganze Management, das überdenkt wurde und verändert wurde. Ziel war vor allem, den Antibiotikaverbrauch zu reduzieren. Aber nicht um jeden Preis. Ganz wichtig war auch, dass die Tiergesundheit und das Tierwohl mindestens gleich gut bleiben. Vor allem es ist darum gegangen, dass kranke Tiere nicht wegen dem Projekt nicht behandelt werden, die eine Behandlung nötig hatten. Also in dem Sinn haben wir auch das sehr genau dokumentiert und dann ausgewertet. Auch wichtig, das Ganze ist entstanden in Zusammenarbeit mit Produzentenorganisationen und Grossverteilern. Also wirklich eine Zusammenarbeit von verschiedenen Beteiligten aus der Branche. Die Sterblichkeit bei den Mastkälbchen haben wir im neuen Konzept um die Hälfte reduzieren. Als Vergleich haben wir 19 Betriebe gebraucht, die in den gleichen Regionen liegen, die auch bei IP Swiss sind und ihren Kälbchen einen Auslauf bieten, der permanent zugänglich ist, aber nicht deckt und nicht eingestreut ist. Wenn man die Kälbchen vergleicht aus dem Neuen mit denen aus dem herkömmlichen Haltungssystem, ist aufgefallen, dass die im Neuen viel weniger häufig Krankheitssymptome haben gezeigt während der Mast und nach der Schlachtung die Lungen auch gesünder haben ausgesehen. Mit der Unterstützung des Schweizer Nationalfonds konnten wir zeigen, dass Kälbchen im neuen Haltungssystem weniger stark belastet waren. Sie haben weniger resistente
und auch weniger multiresistente Erreger in sich trägt. Und so ist es auch möglich, dass weniger resistente Erreger in die Nahrungsmittelproduktion weitergetragen werden. Mein Name ist Dietrich Hubert. Ich führe hier einen Milchwirtschaftsbetrieb und habe IP-Label, Kalbermast und Getreide. Ich habe mir überlegt, wie könnte ich das besser machen mit den Kalbern. Wegen Antibiotika. Und habe auf die Anfrage von der IP Suisse und Wiederkäuerklinik Bern, von der Uniklinik, mir dort gemeldet und habe den Versuch mitgemacht von den Freiluftkälbern. Und das ist 2-3 Jahre gegangen und ich habe das dann weitergemacht, also wie wir es dann aufgelesen bekommen haben. Und ich bin sehr zufrieden mit dem. Ich kann sogar sagen mit Stolz, dass ich seit dem Versuch nie mehr ein Tier behandeln musste mit Antibiotika. Und darum hat mich das Projekt vollkommen überzeugt und ich werde das also weiterführen. Ich bin Katharina Stärk, ich arbeite hier am Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, wo ich die Abteilung Tiergesundheit leite. Im Rahmen der Agrarpolitik 2022+ setzt sich das BLV dafür ein, dass Massnahmen für die Verbesserung der Tiergesundheit und auch zur Reduktion des Antibiotika-Einsatzes aufgenommen werden. Also geht es anders. Es braucht manchmal einfach ein bisschen Mut, etwas Neues auszuprobieren und dann den Willen, die Resultate zu implementieren in der Praxis. Was es jetzt braucht, ist eine Unterstützung von den Konsumentinnen und Konsumenten, von den zuständigen Behörden und auch von der ganzen Branche, damit es sich auch lohnt für die Produzenten, das Freiluftkalbkonzept zu implementieren. Die Frage ist am Ende, ob man in der Kälbermast weniger Antibiotika und mehr Tierwohl wünscht oder nicht.